Beeilen Sie sich, Doktor. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Was hast du gesagt? Bitte sag mir nicht, dass wir Navigation, Sonar und den Kühlungsscheiß auch noch kontrollieren müssen. Das ist die lange Liste. Aber die Motoren laufen wenigstens noch. Das Wetter und Fernwetter. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Diese scheiß Chinesen. Wir wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Das ist das Wetter. Unter Preußen. EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Verstanden? Als nächstes müssen wir die Klimaanlage und die Filter wieder zum Laufen bringen. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Fangt mit Abschnitt B4 und E9 an. Seht mal, wie weit ihr kommt. Stamper, Underwood. Ich habe schon wieder eine Meldung, dass der Raum unter dem Fahrzeugdeck vollgelaufen ist. Seht euch die Pumpen an, da kann das nicht in Ordnung sein. Leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Alle, dem medizinischen Offizier stehen nicht genügend Blutkonserven zur Verfügung. Es müssen noch zahlreiche Verwundete versorgt werden. Bitte auf der Krankenstation melden, um Blut zu spenden. Station ist da hinten.
Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Wir müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Schenk auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlich funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale anzugeben. Irish ist voll in Ordnung. Ich bin jetzt immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für den Zusammenhang. Anderen Seite muss man es nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung und nicht Irish's. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Kleiner? Hier, für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando, dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Mac. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. Deine Argumentation musst du doch fallen, Irish. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommen. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende.
Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Ich habe ein RIP klar gemacht. Los! Hier sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Wie bitte, Marine? Jetzt genießt die Fahrt. Nicht das tun soll. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000 Meter tiefen Schlucht. Sie können sie jeden Moment abrufen. Ich kann niemanden sehen! Wo steckt die Crew, verdammt nochmal? Voller Wasser! Glaubt ihr? Glaub es wohl, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Komm, Sir! Wo müssen wir hin? Kommt hier rein! Karte mal um! Wo ist sie? Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so.
haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt. Wann wird sie runter? Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Nala, geh voraus. Das könnt ihr aus einem PDA schon rausholen. Wir zeichnen alles auf. Schiffsroute, Transponder und Radarlogbücher. Eingehende und ausgehende Kommunikation. Alle Instruktionen, die das Zentralkommando geschickt hat, nachdem die weg. Da ist die Luke. Wrecker hat sie. Ja, warte, ich helfe dir. Aufmachen! Sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder, Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Mechanisch. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Wir sind ganz nah. Die Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt! Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist wieder die richtige Zeit auf der richtige Ort. Verdammt, Sergeant. Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Denk da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt! Das ist nicht mechanisch. Das sind Menschen. Essen dieses Arschloch. Wenn auch Leute sind, können wir sie nicht im Stich lassen. Das wäre nicht richtig. Ich weiß, Heinrich, ich weiß. Haltet durch, Leute! Mann, hör mich!
Scheiß Irish, bleib cool! Tut mir leid. Gehen wir los, los! So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Lido, nicht wie. Becker! Wir müssen los! Wir haben uns hier eingesperrt! Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos. Becker, wir sollten weiter. Becker, ihr mich sterben! Nein, Becker! Sag meiner Mann! Sag meiner Mann! Ich kann doch so nicht sterben! Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Gefunden, Wrecker! Also los, runter von diesem Rosthaufen. Oder aber auch Zeit. Zurück zur Valkyrie. Thank you.
Chance, hier wegzukommen. Na los, spring! Wir haben unseren Ausgang. Scheiße! Gib Gas! Bring uns nach Hause!